Sie gehörten zu einer der führenden Bands der ehemaligen DDR, die Sternkombo Meisen. Noch immer ist die Band aktiv, doch inzwischen stammen Songs und Produktionen der Artrocker auch aus dem thüringischen Altenburg. Seit 2012 ist der Altenburger Manuel Schmidt Bandmitglied und Leadsänger der legendären Kombo. In seinem Altenburger Studio entstehen im Austausch mit den Bandkollegen die Produktionen der Sternkombo. Ich habe halt schon immer gerne Musik mit Anspruch gemacht und auch genossen. Also ich habe auch sehr viele Platten und CDs, die eben halt wirklich Musik handgemacht beinhalten, und bin dann zwangsweise einfach damit aufgewachsen. Ne? Meine Eltern hatten immer den sogenannten Artrock zu Hause im Plattenschrank stehen. Und haben mich auch schon immer an anspruchsvolle Dinge herangeführt. Ich bin auch früher oft im Theater und so gewesen. Da kommt man zwangsläufig dann irgendwann auch in so einen Genre rein. Und bin eigentlich auch ganz froh, dass ich da auf breiter Flur alleine dastehe, weil da hat man nämlich nicht so viel Konkurrenz. Der 34-jährige Musiker lernte in der Altenburger Musikschule sein heutiges musikalisches Handwerk und besuchte zusätzlich das SAE-Institut. Musikalischer Profi ist er allerdings nicht nur als Frontmann der Sternkombo Meisen, sondern auch als Solist. So schwach und schön taucht die Sonne in die Wellen. Ihr folgt der Tag in die Dunkelheit. Also in nächster Zeit ist jetzt erstmal ein neues Stern-Meißen-Album in Arbeit. Ich bin jetzt gerade auch schon fleißig hier am Einsingen und Produzieren. Aber ich werde auch meine eigenen Sachen weiter verfolgen. Ich habe ja mit meinem musikalischen Kreativpartner Marek Arnold auch ein Projekt jetzt noch laufen. Der hat jetzt gerade schöne neue Songs gemacht, und die nehmen wir jetzt auch gerade auf. Naja, also da wird dieses oder nächstes Jahr dann auch was erscheinen. Ich war ja schon mal von Altenburg weg, 5 Jahre, habe in Leipzig gelebt, hatte auch damals eine Freundin dort und habe auch studiert in Leipzig, und da war ich, ja, jetzt, wie lange, ja, 5 Jahre waren es gewesen, und bin dann aber wieder nach Altenburg zurückgekommen, weil sich auch hier viele Freundschaften gebildet haben, und bin auch so ein Traditionsmensch, möchte auch gerne in meine Heimatstadt und möchte auch der Altenburger Kultur ein bisschen was geben. Ne, also ich mache ja auch hin und wieder Auftritte bei irgendwelchen Stadtveranstaltungen und so. Schmidt engagiert sich auch in seiner Heimatstadt. Wie hier bei der Altenburger Stadtrallye 2018 ist er ehrenamtlich tätig und lässt seinen musikalischen Funken gern überspringen.